Ribosomen sind kleine Partikel, die für jede Zelle wichtig sind, weil sie Proteine synthetisieren. Mit unseren Methoden sehen wir, wie die Teile des Ribosoms sich bewegen und wie genau die Proteine gemacht werden, Schritt per Schritt. Wenn die Ribosomen etwas falsch machen, dann kann man auch krank werden. Und diese Krankheiten sind sehr selten und die heißen Ribosomopathien. Wir können inzwischen nicht nur Aminosäuren einbauen, sondern einfach andere Substanzen. Das führt dazu, dass wir bisher unbekannte Materialien bauen können.